Sehr geehrte Staatsrätin, liebe Frau Gümbel, sehr geehrter Herr Professor Buschow, liebe Frau Schäfer, liebe Angehörige, Freunde, Unterstützer der TU Hamburg. Und wer sich jetzt nicht angesprochen gefühlt hat, hoffe ich, dass am Ende der Veranstaltung Sie sich angesprochen fühlen als Freunde und Unterstützer der TU Hamburg. Genau. Die TU Hamburg zeichnet sich aus durch eine hohe Expertise in den Ingenieurswissenschaften. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Wir haben 5 Forschungsfelder definiert. Das sind Themen, die für Hamburg stehen: Logistik, Mobilität, Infrastruktur, Aviation and Maritime Technologies, Energy and Environmental Systems, aber auch Advanced Materials and Bioprocesses und Cyber Physical and Medical Systems. 7.500 Studierende, ungefähr 100 Professoren, 1.500 Mitarbeitende, international und weltoffen. Dafür steht, das ist die TU Hamburg, Technik für die Menschen, dafür stehen wir als TU Hamburg. Die TU Hamburg ist in einem sehr dynamischen Wandel, technologische Innovationen für Hamburg und drumherum. Das kann die ganze Welt sein, als Tor der Welt. Und wir sind extrem gut vernetzt in Hamburg, mit den anderen Hochschulen am Standort, mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft. Was macht der Journalismus bei uns? Wir sind ja fast ausschließlich Ingenieure. Journalismus an einer technischen Universität. Wir sind nicht so bekannt dafür, kommunikativ zu sein. Abgesehen von meinem Fachgebiet, wo Voice over IP, Wireless LAN, 5G und 6G Mobilfunknetze eine Rolle spielen. Ansonsten sind wir eher so, wo ist das Problem? Ich gehe ins Kämmerlein, da ist die Lösung. Und wenn es notwendig ist, kann ich auch kommunizieren. Aber die Zeiten sind anders. Wir haben Herausforderungen vor uns. Einige können wir durch Technologien lösen, andere nicht. Frieden, Verständigung über Kulturen und Nationen hinweg. Schade, dass man das sagen muss heutzutage. Da müssen alle Universitäten, wir alle einen Beitrag leisten. Toleranz, Diversität, kultureller Austausch auf Basis der Wissenschaft ist notwendig. Das leben wir an der TU, das wollen wir und müssen wir auch so leben. Wissenschaft als Brücke zwischen den Nationen ist wichtig. Abhängig davon haben wir natürlich gesellschaftliche Herausforderungen, wo wir als TU noch viel mehr leisten können. Klimawandel, Energiewende, Verkehrswende, Übergang zu CO2-neutralen Produktionen, zu Bioressourcen. Da können und müssen technische Universitäten Lösungen entwickeln und zur Verfügung stellen. Technische Universitäten müssen sich weiterentwickeln, diese Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Die TU möchte sich weiterentwickeln. Unser Leitmotiv, was wir für die Zukunft haben, heißt Engineering to Face Climate Change. Wir möchten damit auch zeigen, zum einen gesellschaftlichen Nutzen einer Technischen Universität, aber auch, wie Lehre und Forschung an einer TU nach dem Humboldtschen Bildungsideal geleistet werden kann. Und dafür müssen Ingenieure kommunizieren. Wir müssen kommunizieren, technische Universitäten müssen kommunizieren, die Gesellschaft benötigt für eine fundierte, wissenschaftlich fundierte Diskussion eben auch die Wissenschaft. Und das ist nicht die Rolle, die wir in der Vergangenheit hatten. Die müssen wir entwickeln. Ich meine, das ist doch klar, Fake News. Wem kann ich eigentlich glauben? Haben wir in Corona gesehen. Das sehen wir mit der Energiewende. Diskussionen laufen auf Stammtischniveau. Auch in gebildeten Kreisen nimmt man schnell plakative, falsche Fakten an und das wird kommuniziert und damit weiß man, wie es geht. Ja. Photovoltaik, erneuerbare Energien, Klimaneutralität für eine Stadt in 2030, das geht alles sofort oder auch nicht. Das ist die Frage, die wir praktisch beantworten müssen. Wir brauchen ein Verständnis für technologische Lösungen. Wir müssen verstehen, was diskutiert wird. Wir müssen Verständnis entwickeln in der Gesellschaft für die technologischen Lösungen und wir brauchen die Akzeptanz. Diese beiden Dinge müssen wir erreichen. Und vielleicht als drittes auch noch, wir brauchen gut ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure. Wir müssen Menschen, junge Menschen, begeistern, Ingenieur zu werden. Das ist auch ganz klar. Auch dafür müssen wir in der Gesellschaft kommunizieren und zeigen, was wir können. Nicht blinde Technologiegläubigkeit, aber verantwortlicher Einsatz der besten Technologie für den Menschen. Daher ist die Wissenschaftskommission so wichtig, habe ich gesagt, für die Werbung für Ingenieurstudierende, für die Kommunikation über Sinnhaftigkeit und Einsatz von technologischen Lösungen. Journalismus auf der anderen Seite, auch da ist ganz schön viel los. Das werden andere viel besser beschreiben können, aber wir alle sehen, Informationsblasen, selektive Wahrnehmung, Social Media, wo ist die Qualitätssicherung? Was macht die Digitalisierung eigentlich mit den Medien? Was bedeutet das für Wertschöpfungsketten, Geschäftsmodelle, für die neuen Medien der Zukunft? Und aus diesen beiden Gründen, also was ich erläutert habe mit der TU und der Entwicklung der TU für die Gesellschaft, die Öffnung zur Gesellschaft, aber auch für den Journalismus in der Digitalisierung, ist die Kooperation zwischen der HMS und der TU Hamburg so interessant. Und das ist das, was wir mit dem gemeinsamen Studiengang Digitalen Journalismus und der
die gemeinsame Professur, Herr Buschow ist ja hier, gemeinsam gestalten wollen. Und ein Kompliment an den Berufungsausschuss. Wir haben einen tollen, oder Sie haben einen tollen Kandidaten gefunden. Ich habe ihn kennengelernt im Berufungsgespräch und auch bei der Vereidigung. Und wir sind sehr gespannt auf alles Weitere. Wir sind gespannt, auf was wir gemeinsam gestalten können mit Ihnen, mit dem Studiengang, mit der HMS und heute am heutigen Tag. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Frau Dr. Gümbel, liebe Eva, liebe Mitglieder der TU, liebe Gäste, ich bin Katharina Schäfer, ich bin leite die Hamburg Media School und freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und mich einfach auch mal bedanken. Ganz herzlichen Dank für das wunderbare Willkommen, das wir hier jetzt gerade an der TU hatten, aber das eigentlich sinnbildlich für die gesamte Kooperation und wie alles zwischen uns verlaufen ist. Von Anbeginn an haben Sie uns hier alle sehr, sehr freundlich willkommen geheißen und ich gucke da mal so ein paar an, die sich teils in die hinteren Reihen verzogen haben, aber das war wirklich toll. Wir waren sofort sicher, dass das klappt mit unserer Kooperation. Digitaler Journalismus und Technik, das passt super zusammen. Ich weiß gar nicht, was Sie da gerade gesagt haben, warum das nicht zusammenpassen soll. Weil das kann man kaum mehr ohne einander denken. Das sind zwei Welten, die unbedingt zueinander gehören. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir diese Verbindung jetzt auch nach außen deutlich machen mit genau dieser Kooperation. Und die gemeinsame Professur für digitalen Journalismus und wie ich auch finde, die großartige Besetzung mit Herrn Professor Dr. Buschow ist ein wahnsinnig toller Start in diese Zusammenarbeit. Gar nicht möglich gewesen wäre diese Kooperation, aber ohne die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke. Die Behörde für Wissenschaft und Forschung unterstützt die Hamburg Media School sehr und insbesondere den digitalen Journalismus. Und auch diese Professur wäre überhaupt nicht möglich gewesen, wenn sie nicht in 2024 und 2025 durch die Behörde mitfinanziert würde. Ich freue mich daher ganz besonders, dass wir heute Frau Dr. Gümbel für eine Keynote begrüßen dürfen. Und es freut mich auch persönlich ganz besonders, weil Frau Dr. Gümbel schon seit Jahren als Staatsrätin in der Behörde für Wissenschaft, Gleichstellung und Bezirke die HMS begleitet und weil ihr der digitale Journalismus ganz besonders nahe liegt, weil ich weiß, dass sie als Journalistin ihr berufliches Leben begonnen hat. Und als solches freue ich mich jetzt, Sie, Frau Dr. Gümbel, dich, liebe Eva, hier für die Keynote willkommen zu heißen. Ja, meine lieben Damen und Herren, liebe Katharina, liebe Frau Schäfer, lieber Herr Tim Giel, lieber Herr Knudsen, lieber Herr Buschow, aber auch Sie, lieber Herr Kerstan und liebe Vizepräsidentin für Forschung, aber auch liebe alle hier im Raum. Es ist ja wirklich, also was soll man da im Grunde noch sagen? Ja, eigentlich gar nichts. Die TU hat begründet, warum sie diese Kooperation braucht. Die HMS hat es getan. Kann ich eigentlich gehen? Wir haben das Geld gebracht. Ich will Ihnen aber gern noch mal sagen, warum wir das eigentlich getan haben. Also ja, wir haben ja sozusagen, es ist wichtig, dass am Hochschulstandort die Hochschulen kooperieren. Das ist wichtig, das machen wir in vielen Punkten und so weiter. Und wir haben Peer Plus und das läuft eigentlich sehr gut. Aber, und deshalb muss ich jetzt ein bisschen ernst werden, wir haben ja schon, und zwar nicht nur die Problematik sozusagen, Herr Tim Giel, beziehungsweise die Herausforderungen, so sagt man das ja, auf die sich ihr Motto sozusagen des Wachstums und auch hoffentlich der zweiten Phase bezieht, sondern wir haben eine Gesellschaft, die im Grunde eines unglaublichen Stresstests gerade unterliegt.
Ich weiß nicht, wer von Ihnen gestern ein Spiegel Online oder wo auch immer sozusagen diese sozusagen neuerliche Erstaunlichkeit gesehen hat, was Korrektiv da jetzt gerade zutage befördert hat. Ich will das jetzt hier auch gar nicht ausführen. Das Einzige, was ich sagen will, ist, was wir erleben, ist eine unglaubliche Gereiztheit, eine Verrohung. Wir haben große Chancen andererseits, die wir auch erleben durch die Diversifizierung des digitalen Journalismus. Aber wir haben, sag ich mal, wenn ich jetzt gerade so in die hinteren und etwas noch jüngeren Jahrgänge gucken, ich weiß nicht, als wir aufgewachsen sind, im Jahrgang 64, da gab es ja im Grunde, ich glaube, irgendwie drei Programme oder sowas und dann Kulturschock, die privaten dazu. Aber das war es im Grunde. Das heißt, man hatte eine, sag ich mal, einen relativ gebahnten Journalismus und damit eben auch eine relativ gebahnte Öffentlichkeit. Und was wir jetzt ja haben, ist, Habermas hat das mal genannt, einen Strukturwandel in der Öffentlichkeit. Und mit dem umzugehen und damit sozusagen, wenn wir weiterhin, und ich glaube, Sie alle wollen das, wenn wir weiterhin sozusagen in Freiheit leben wollen und unsere freiheitlichen Grundrechte verteidigen wollen, nach innen wie nach außen, dann brauchen wir natürlich einen Journalismus, der das, sag ich mal, begleitet und ordnet, der dann sozusagen auch konstruktive Debatten zwischen den Polen möglich macht. Und dazu brauche es tiefes Verständnis. Deshalb ist diese Kooperation, glaube ich, wirklich wichtig. Und es braucht aber auch, sage ich mal, den Mut dazu, das auch zu tun und vor allen Dingen auch das Verständnis, dass die Gesellschaft es braucht, dass es einen solchen Journalismus gibt, dass auch die politischen Vertreter, das politische System, was wir haben, es braucht. Weil es muss natürlich immer, sage ich mal, diese Vielfalt geben. Und die Vielfalt muss immer gegenseitig das Gefühl haben, dass alle einander auch zuhören und hören und sehen. Und wenn Sie jetzt, mich wurde gerade begrüßt, weil ich ein bisschen spät kam, ich saß allerdings im Ausschuss, ob ich irgendwelche Trecker gesehen hätte. Nein, habe ich nicht. Hätte mich auch nicht schockiert. Aber woran man merkt, dass sozusagen die Wut in der Gesellschaft so zunimmt und dieses diese Ungeduld miteinander, das ist ja etwas, wo wir, glaube ich, alle miteinander Sorge haben, dass das uns zu einem, sag mal, auf eine etwas rutschige Ebene führt, die am Ende sozusagen eine andere Gesellschaft hat. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir nicht zulassen dürfen. Deshalb will ich Sie jetzt nicht nur ermuntern, und ich freue mich auch sehr auf Ihre Antrittsvorlesungen gleich, sozusagen gut zuzuhören, was Sie als Fachmann sozusagen, als derjenige, der jetzt in dieser, zwischen diesen beiden Polen, also HMS und TU, sozusagen diesen Studiengang, den es ja schon gibt und den Sie jetzt mit Ihrer Expertise und mit Ihrem, wie ich finde, sehr frischen und guten Blick auf die Dinge führen und bereichern wollen, sondern eben auch, wenn Sie selber Leserin sind oder aber auch Content-Lieferantin und Lieferant, dass Sie immer mitbedenken, dass es wichtig ist, nicht nur die eigene Meinung stark und hörbar zu vertreten, sondern auch geduldig sind mit den anderen, die vielleicht Meinungen haben, die sie gar nicht so schätzen, vielleicht auch quatschig oder idiotisch finden. Aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir gegenseitig nicht dieses Feld verlassen, wo wir im Grunde dieses Agree to Disagree als Spielregel, als Basis miteinander verabredet haben. Und jetzt will ich auch wieder zum nicht ernster oder nicht ernsten, aber doch guten wieder zurückkommen. Und ich
muss sagen, ich freue mich wirklich sehr auf Ihre Antrittsvorlesung und ich beglückwünsche Sie auch sehr, dass Sie hier in dieser Weise als Brückenbauer in einem, wie ich finde und wie ich hoffe, dass ich auch ein bisschen ausgeführt habe, nicht nur für die beiden Institutionen so wichtig fällt, sondern wirklich für uns als Gesellschaft, hier in Hamburg ist ja schließlich Medienstandort, dass Sie den, das nicht nur begleiten, sondern auch wirklich prägen können. Und ich bin mir ganz sicher, dass Sie das Zeug haben, das auch wirklich gestalten zu können. Und all die, die bei Ihnen hören werden und bei Ihnen studieren können, die werden ja nun auf alle Fälle die Zukunft gestalten. Und insofern finde ich das auch, sag ich mal, einen tollen Beitrag zu einer gelingenden Demokratie, auch für die nächsten, was weiß ich, 80 Jahre. Vielen Dank. Liebe Frau Dr. Gümbel, vielen Dank für die wirklich schönen Worte. Das, genau das ist ja das Spannungsfeld, in dem wir gerade alle leben. Dieses eine ist so die Freude, Zukunft gestalten zu wollen, aber auch die Sorge, was die Zukunft möglicherweise mit uns macht. Ja, genau. Und genau in diese Richtung möchte ich vielleicht auch ein bisschen was sagen. Ich habe jetzt die große Freude und Ehre, dich, lieber Christopher, ankündigen zu dürfen, den eigentlichen Star des Abends, auf den natürlich auch alle warten. Deswegen will ich auch gar nicht so viel erzählen. Andreas Timgiel, unser Präsident, hat gerade gesagt, wir als TU würden uns ja nur um Technologien kümmern und würden uns das Kämmerlein zurückziehen. Aber es gibt ja an der TU ein Dekanat zumindest, nämlich das Dekanat Technologie und Innovation in der Bildung, was jetzt genau, da gehörst du denn ja auch dazu, Christopher, was sich nämlich genau mit solchen Fragestellungen beschäftigt. Also wir leben ja in einer Zeit, die von einer extremen Geschwindigkeit zunächst mal technologischen Wandels geprägt ist. Permanent passiert irgendwas Neues. KI ist jetzt vielleicht der neueste Ausdruck dieser Geschwindigkeit. Und wir als Gesellschaft müssen ja irgendwie gucken, wie wir damit umgehen. So, und das ist im Prinzip das, was wir im Dekanat versuchen. Wir versuchen, Technologien zu verstehen, Innovationen zu verstehen und dann zu gucken, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf Gesellschaft? Und natürlich immer die Frage, was heißt das für Bildung? Was heißt denn das, wenn wir Bildung in der Schule, in der Hochschule, in der dualen Ausbildung machen wollen? Wie bereiten wir eigentlich die Gesellschaft gut drauf vor? Denn man muss sich das ja immer klar machen, wenn unsere Absolventen die Hochschule verlassen, dann sind sie 40 Jahre im Arbeitsleben, 40 Jahre. Und jetzt gucken wir mal kurz 40 Jahre zurück. Also Sie hatten ja gerade gesagt, wenn wir an unsere Zeit zurückdenken, als wir Kinder waren, 3 Programme, 2 Radiosender, was war da groß und was haben wir jetzt? Das heißt, die Frage, wie eigentlich bereiten wir junge Leute auf die Gesellschaft gut vor, das ist das, was wir tun. Und insofern, lieber Christopher, sind wir total froh, dass du jetzt auch bei uns bist, weil du natürlich eine super Bereicherung bist. Wenn wir das Thema KI anschauen, dann war das wahrscheinlich vor gut einem Jahr, vor dem Dezember letzten Jahres, für die meisten von uns irgendwie so ein bisschen Science-Fiction-Thema. Und im letzten Jahr haben wahrscheinlich die meisten von uns irgendwie erste Erfahrungen gemacht. ChatGPT oder DeepL oder irgendwas anderes. Auf einmal ist KI in so einen Werkzeugcharakter geworden, so eine Handhabung geworden. Auf einmal ist es ein bisschen normal geworden und wir alle ahnen, welches Potenzial drin steckt, wenn wir über Medizin nachdenken oder über Wissenschaft nachdenken. Aber genau, was Sie gerade gesagt haben, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, die Art, wie wir Informationen erzeugen oder Informationen wahrnehmen, hat sich durch KI massiv verändert. Massiv verändert. Also die ganze Frage, was wir jetzt so sehen, also Algorithmen, die zu Filterblasen führen oder Deepfakes, die zu Fake News führen oder Chatbots, die zu vorgegaukelter Kommunikation führen. Auf einmal haben wir andere Formen von Kommunikation, von Wahrnehmung, von Information. Na, was ist der Gegenpol? Der Gegenpol sind seriöse Quellen. Seriöse Quellen, auf der einen Seite natürlich Wissenschaft, auf der anderen Seite aber natürlich auch Qualitätsjournalismus. Also das, wo wir dann wirklich so gut gesicherte Informationen wie möglich herbekommen können. Das heißt, KI fordert uns heraus, bietet aber auch Chancen. Und KI findet natürlich auch im Journalismus statt. Das wirst du ja gleich auch erzählen. Und die Frage ist ja, wie ist eigentlich der Stand? Wie geht denn eigentlich Qualitätsjournalismus mit den Fragen von KI um? Also mit den Gefahren von Recherche oder Gefahren der Aufbereitung, die möglicherweise dann nicht mehr seriös sind. Genau, aber dazu kannst du viel mehr erzählen als ich. Und darauf freue ich mich auch sehr. 2 Worte zu dir noch oder 3 Worte. Ich war Teil der Berufungskommission. Und als Christopher einen Vortrag gehalten hat, haben wir alle gedacht, hoffentlich kommt er zu uns. Ja, und tatsächlich ist er gekommen. Das ist ja immer so ein spannender Moment, wer kommt dann am Ende? Und es war wirklich so, dass wir uns alle so gefreut haben, dass du am Ende gesagt hast, ja,
ich komme an die TU und HMS und ich übernehme diese Sache, total super. Du kommst aus Hannover, hast promoviert an der Hochschule für Musik, Theater, Medien und mit Auszeichnung warst danach an der, finde ich, super interessanten Bauhaus-Universität in Weimar. Und jetzt haben wir das große Glück, dass du hier bist. Und ich freue mich wirklich sehr, wir hatten im Dezember ein langes Gespräch miteinander und wir haben so schnell gesprochen beide, weil wir in dieser einen Stunde so viele Themen unterbringen wollten. Ich freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit mit dir. Und jetzt freue ich mich aber erstmal, ich hoffe, mit Ihnen allen zusammen, auf deinen Vortrag. Herzlich willkommen, Christopher Buschow. Ja, wow, da liegt die Latte jetzt hoch, lieber Sönke Knudsen. Herzlichen Dank für die freundliche Einführung, für die Vorstellung. Sehr geehrte Frau Staatsrätin Gümbel, sehr geehrter Herr Präsident Tim Gehl, liebe Katharina Schäfer, liebe Kolleginnen, liebe Wegbegleiter, liebe Gäste. Ja, es ist eine große Freude und gleichzeitig Ehre, heute in diesem Rahmen meine Antrittsvorlesung halten zu dürfen. Und ich habe mir sagen lassen von Kolleginnen und Kollegen von anderen Universitäten, nicht von der Technischen Universität, dass man manchmal jahrelang darauf warten muss, bis man so eine Antrittsvorlesung halten darf. In meinem Fall waren es 11 Tage, die ich warten musste. Eine Antrittsvorlesung ist immer auch ein guter Rahmen, einmal programmatisch zu werden. Das heißt, ein bisschen das Arbeitsprogramm auch zu skizzieren, dem sich die Professur widmen will. Und ich glaube, dass das Thema, das wir für heute Abend hier gewählt haben, in der Tat sehr gute Möglichkeiten und viel Raum dafür eröffnet. Die digitale Transformation des Journalismus, meine sehr verehrten Damen und Herren, die digitale Transformation des Journalismus zeigt sich wahrscheinlich am alltäglichsten in unserer eigenen Mediennutzung, in der Art und Weise, wie sich unsere eigene Mediennutzung verändert. Und wir haben ja jetzt eben schon von Ihnen und auch von dir, Sönke, gehört, versetzen Sie sich mal zurück in eine Zeit, wo Mediennutzung noch anders war. Sagen wir in die 70er Jahre. Ja, also schon klar, viele von Ihnen waren da noch gar nicht geboren oder haben mit Mediennutzung noch nicht so viel im Hut gehabt. Aber lassen Sie uns das doch mal vom inneren Auge vorstellen, was das hieße, in den 70er Jahren Medien zu nutzen. Und ich habe auch mal mit Journey einen dieser Bildgeneratoren gebeten, sich das ein Stück weit vorzustellen. Und man kommt dann vielleicht zu solchen Ergebnissen. Und ich glaube, es charakterisiert ganz gut, was Mediennutzung damals ausmachte. Nämlich vor allem Habitualisierung und Routinen. Wir haben die Zeitung, ja, beispielsweise die Zeitung, ganz tief in den Alltag der Menschen eingewoben gesehen. Durch Gewohnheiten, durch ritualisierte Nutzung. Ja? Also teilweise war es ja so, dass die Medien selber den Alltag der Menschen strukturiert haben. Das können sich ja junge Menschen heute gar nicht mehr vorstellen. Ja? Aber die Menschen haben um 20 Uhr vom Fernseher gesetzt die Tagesschau gesehen. Oder auch bewährte Orte der Nutzung. Hier nicht grundlos dargestellt, der Frühstückstisch. Morgens 20 Minuten am Küchentisch die Zeitung zu lesen, das war ein ganz typisches Nutzungsmuster. Oder beim Pendeln in der Bahn. Geringe Auswahl. Wir hatten natürlich auch eine viel geringere Auswahl damals. Ja? Ein Low-Choice-Media-Environment, wie das die Forschung nennt. Und nicht zuletzt hohe Loyalität. Hohe Loyalität zu einzelnen Medienmarken, zu gewissen Zeitungen, vor allem vielleicht zur Lokalzeitung. Also man kann sagen, es gab eigentlich eine fortdauernde Beziehung zwischen den Menschen und ihrem Medium mitunter auch. Uns allen ist ziemlich klar, die Welt der Mediennutzung heute sieht wohl kaum mehr noch so aus. Und das wissen wir aus unserer eigenen Erfahrung oder wenn wir auf die Mediennutzung unserer Kinder schauen. Und auch wenn wir Midjourney fragen, dann imaginiert dieses Tool natürlich ganz andere Dinge. Also beispielsweise so eine Welt, in der nicht mehr Routinen und Habitualisierung die Mediennutzung prägen, sondern Fragmentierung und das, was man in der Forschung vielleicht News-Snacking nennt, also Informationshäppchen, die man sich entweder selber zusammensucht oder die
dann in den entsprechenden Momenten ein durch algorithmisierte Content-Feeds ausgesteuert werden in Social Media. Und auf die Probleme, die das schafft, ist ja auch schon hingewiesen von Ihnen. Es ist auch nicht mehr so, dass wir diese bewährten Orte der Nutzung hätten, sondern natürlich hat jede und jeder von uns ein Smartphone in der Tasche und das Smartphone entkoppelt die Mediennutzung von jeglichem Ort. Wir sind permanently online, permanently connected und das ermöglicht ganz andere Nutzung zwischendurch in Wartesituationen. Die Medienauswahl ist nicht mehr gering. Das ganz genaue Gegenteil ist der Fall. Wir erleben die Bedingungen einer Aufmerksamkeitsökonomie, ein High-Choice-Media-Environment. Was heißt Aufmerksamkeitsökonomie? Das heißt, dass das knappe Gut nicht die Medieninhalte sind. Das knappe Gut ist unser aller Aufmerksamkeit für diese Medieninhalte. Und das schafft völlig andere Konkurrenzbedingungen und auch ein ganz anderes Wettbewerbsverhältnis der Medien untereinander. Ja, und nicht zuletzt, Loyalität ist gewichen, Überfluss und Flüchtigkeit, könnte man sagen. Und ich glaube, uns allen ist klar, Technologie ist ein erheblicher Treiber in diesen Veränderungsprozessen. Natürlich sind sie nicht alleinig durch Technologie ausgelöst, aber ohne Technologie hätte sich die Welt wahrscheinlich anders entwickelt. Und das ist auch nicht erstaunlich, denn Technologie war eigentlich schon immer das, was man Agent of Change im Journalismus nennen kann. Nicht nur bei der Nutzung von Medien, sondern auch in ihrer Distribution, Verbreitung, in der Produktion hat Technologie eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Und man kann jetzt anfangen im 15. Jahrhundert bei der Druckerpresse mit Johannes Gutenberg, der den Druck mit beweglichen Lettern erfindet. Und wir alle wissen, wie das die Gesellschaft verändert. Und Elisabeth Eisenstein hat ein wunderbares Buch geschrieben darüber, The Printing Press as an Agent of Change, in dem sie zeigt, wie der Buchdruck Voraussetzung ist, in vielerlei Hinsicht Voraussetzung ist dafür, dass die Reformation stattfindet, dass die Renaissance passiert, dass in den Naturwissenschaften, in der Forschung Fortschritte realisiert werden. Und auch der Journalismus entwickelt sich peu à peu nach der Erfindung der Druckerpresse erstmals zu dem, was sozusagen vielleicht moderne Formen der Nachrichtenübermittlung sind. Ja? Also es ist eben nicht mehr so, dass handschriftlich oder mündlich Nachrichten weitergegeben. Aber eigentlich der richtig moderne Journalismus, der entsteht erst in der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Es ist eine riesige Explosion, schon damals eine Explosion von Technologie, die ihn erfasst. Es ist der Telegraph, die Schreibmaschine, die Fotografie, das Telefon, die Produktionsweise des Journalismus, die Arbeitsweise der Journalistinnen und Journalisten natürlich radikal umkrempelt. Aber Zeitungen, wie wir sie heute kennen, können auch erst entstehen durch technologischen Fortschritt in der Drucktechnologie. Rotationsdruck, Schnellpresse sind wesentliche Voraussetzungen dafür, dass die Zeitung, wie der Medienhistoriker Winfried Lerck das genannt hat, eine Zeitung für alle wird. Also die Massenpresse, ja, dass morgens die Morgenpost da ist, mittags eine Ausgabe erscheint, abends das Abendblatt oder noch mehr Ausgaben am Tag, all das wird erst durch die technologischen Fortschritte möglich und erst der technologische Fortschritt ermöglicht es auch, große Reichweiten mit Zeitungen zu realisieren. Der technische Fortschritt ist nicht das einzige Kriterium, aber ohne ihn wäre das alles sehr, sehr schwierig gewesen. Und dadurch übrigens passiert auch das, was Benedict Anderson in Imagined Communities gezeigt hat. Und Frau Dr. Gümbel, Sie haben darauf hingewiesen, wie organisieren wir eine Gesellschaft, die noch ein gemeinsames Set an Fakten hat, auf das man sich einigen kann, eine gemeinsam tragfähige Basis, auf der unsere Diskurse stattfinden können. Und Benedict Anderson hat ja gezeigt, dass die Zeitung dafür und für die Konstitution des Nationalstaates ganz essentiell war, einfach deshalb, weil sie über Raum und Zeit verteilt werden konnte und so die Imaginierung einer Gemeinschaft, einer gemeinsamen Nationalidentität eines Nationalstaates überhaupt erst ermöglicht hat. Also Medien haben auch hier eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die andere Frage, die man stellen kann, was passiert, wenn jetzt also diese Fragmentierung eintritt, wenn wir sozusagen nicht mehr diese verbindenden Medien haben? Was ist eigentlich die Folge dessen? Und damit befassen sich viele Kolleginnen und Kollegen in letzter Zeit sehr intensiv in der Forschung. Und auch der von Ihnen angesprochene Jürgen Habermas hat ja unlängst seine Ideen zum Strukturwandel vor dem Hintergrund der digitalen Revolution noch einmal aktualisiert und auch auf die Gefahren hingewiesen, die hier natürlich vor Auge treten.
Im 20. Jahrhundert die elektronischen Medien, Fernsehen, Radio, das Kino, auch ganz wichtig, sie verändern den Journalismus natürlich daher, durch dass er erstmal audio- und audiovisuell wird. Und natürlich, uns ist allen klar, im 21. Jahrhundert oder im Wechsel zum 21. Jahrhundert, das World Wide Web ermöglicht auch durch den Personal Computer, Mobiltelefone, Smartphones, Apps und so weiter. Und jetzt stehen wir möglicherweise an der Wasserscheide hin zu einer nochmal neuen Form der digitalen Veränderung, der Umwälzung. Und Sönke, du hast darauf hingewiesen, es ist natürlich die künstliche Intelligenz, Large Language Models, Content-Generierung, die sozusagen mit entsprechenden Modellen möglich ist und die durchaus natürlich auch große Fragen aufruft, auf die wir an vielen Stellen auch noch keine Antworten wissen, das ist ganz klar. Nur ich glaube, eins können wir uns sicher sein, wie bei jeder Technologie, die Sie hier sehen, werden wir wahrscheinlich auch, und wir haben das eigentlich auch jetzt schon, bei künstlicher Intelligenz dieses Kontinuum haben, das wir immer bei der Technologieentwicklung beobachten. Nämlich auf der einen Seite große Befürchtungen und auf der anderen Seite eine riesige Faszination, eigentlich immer Wegbegleiter von Technologieentwicklung, nicht nur im Journalismus, sondern bei generell in der Technologie. Und bei den Befürchtungen, da schwingt halt häufig so etwas mit, was man Technikdeterminismus nennen kann. Also die Vorstellung, dass Technologie quasi naturwüchsig Umbrüche erbringt, einfach dadurch, wenn sie in die Welt kommt, wird sie alles verändern. Und bei der Faszination ist das auch nicht selten der Fall, dass das mitschwingt, aber noch ein bisschen anders gelagert. Vielleicht gucken wir erst auf die Befürchtungen. Ja? Ich habe es gerade schon gesagt, Befürchtungen, auch verbunden mit Technologiedeterminismus, rufen häufig Abwehrreaktionen, Kämpfe, Auseinandersetzungen, Streitigkeiten. Und das wissen wir alle, wir kennen die Geschichten von den Maschinenstürmern und den schlesischen Webern, die ihre Notlage wesentlich auf die neuen Technologien zurückführten und deshalb im Grunde gegen diese agierten und versuchten sie sogar zu zerstören. Machine Breakers im Englischen. Aber was vielleicht nicht alle hier wissen, ist, dass auch in der Mediengeschichte diese Phänomene sehr ausgeprägt waren. Und das ist ein Reddit-Beitrag, das habe ich nicht selber generieren lassen, das hat jemand bei Reddit gepostet, aber auch mit Midjourney generiert. Und der Prompt war hier 1452, Johannes Gutenberg versucht seine Druckerpresse vor einem Mob von bösen, verärgerten Schriftgelehrten, Schreibern oder Kopisten zu retten. Ja, also das Scribes ist nicht so gut übersetzbar ins Deutsche, aber also Schreiber könnte man sagen. Und sagen wir mal, davon abgesehen, dass Midjourney nicht so genau weiß, was eine Printing Press ist, davon mal abgesehen, ist das doch vielleicht gar nicht so wenig akkurat, sondern vielleicht eine ganz gute Beschreibung dessen, was wir dort erlebt haben. Denn in der Tat, Mediengeschichte, Sie können das zeigen, die Gilde der Schriftgelehrten in Paris, denen ist es gelungen, die Einführung der Druckerpresse in Paris um 20 Jahre zu verzögern, einfach deshalb, weil sie ihre wirtschaftlichen Interessen bedroht sahen, das Schriftgelehrtentum, das Kopieren, das handschriftliche Kopieren von Büchern bedroht sahen, zu Recht ja auch bedroht sahen. Ja. Aber auch wenn wir in die neuere Zeit gucken, wenn Sie gucken im Journalismus, 1980er Jahre, die Computer ziehen langsam in Redaktionen ein, gab es ein großes Schlagwort der Gewerkschaften, es werden jetzt Redaktroniker, also die Redakteure werden alle zu Redaktronikern, ja. Dann gab es solche Artikel, mein Freund Martin Schreiber, der lange an der Universität des Saarlands medienhistorisch geforscht hat, hat mir dieses wunderbare Beispiel hier gegeben. Und es ist in der Tat so, dass natürlich auch hier eine große Befürchtung und Angst auch im Journalismus vorhanden war, werden die jetzt alle ersetzt durch sozusagen diese Computer, die jetzt Einzug halten in die Redaktion. Und vielleicht nur am Rande gesagt, natürlich ist es auch so, dass wenn Journalistinnen und Journalisten eine gewisse Technikangst mit sich herumführen, wenn sie auch Befürchtungen haben, dass das möglicherweise natürlich auch seine Auswirkung auf die Berichterstattung hat. Ich habe mal, weil wir in Hamburg sind, den Spiegel mitgebracht, fand ich ganz bemerkenswert. In verschiedenen Jahrzehnten hat sich der Spiegel immer wieder auf seinem Cover mit Automatisierung und Robotern auseinandergesetzt. Man kann dann sehen, 1964, 1978, 2016 sind relativ ähnliche Herangehensweisen an Roboter und Automatisierung. Und vielleicht ist es
also ohne jetzt in irgendeiner Weise die Berichterstattung kritisieren zu wollen, aber ich glaube, und darauf haben Sie, lieber Herr Timmendiert, auch hingewiesen, es ist schon auch eine Chance da, vielleicht sozusagen jetzt in der Kooperation zwischen HMS und TU auch die für unsere gesellschaftlichen Diskurse so wichtige Sachkompetenz und Domänenkompetenz noch mal stärker in manche Felder reinzubringen, Wissenschaftsjournalismus, Technikjournalismus, Klimajournalismus zu stärken. Ich glaube, da sehe ich große Chancen und Potenziale für das, was wir hier vorhaben. Und ich glaube, da können die Kompetenzen von TU und HMS ganz fruchtbar zusammenkommen. Ja? Und ich glaube, wir brauchen das auch, wenn wir sozusagen, man spricht heute im Journalismus gerne von Domänenkompetenz, wenn wir sozusagen die Domänenkompetenz von Journalistinnen und Journalisten, wenn wir da noch weiterhelfen wollen, dann glaube ich sozusagen, ist das durch Lehre, Studium, Wissenschaft und Forschung ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt. Und das könnte man, glaube ich, nicht besser machen in diesen Bereichen als hier an der Technischen Universität mit Ihren Schlüsselthemen, die Sie aufgreift, die Sie auch schon genannt haben, Klimawandel, Energie, auch IT. Das sind, glaube ich, Dinge, die wir auch einbringen können. Es soll ja ein bisschen programmatisch sein, deshalb dachte ich, erwähne es an dieser Stelle auch schon einmal. Ja, und wenn Sie jetzt Befürchtungen auf der einen Seite des Kontinuums haben, dann haben Sie wahrscheinlich Faszination auf der anderen Seite. Und das heißt dann, dass Technik als Allheilmittel vielleicht verstanden wird für alle gesellschaftlichen, naja, journalistischen Problemlagen. Und darüber hat also Evgeny Morozov ein wunderbares Buch geschrieben, schon 2011, das bezeichnenderweise auch heißt, Click here to save everything. Das davon ausgeht, dass sozusagen immer wieder mit so einem Solutionism, wie er das nennt, argumentiert wird, dass alle möglichen gesellschaftlichen Problemlagen durch Technologie eigentlich einer sofortigen, unmittelbaren Lösung zugeführt werden können. Also im Grunde auch eine Form von Technikdeterminismus, aber hier eben zum Wohle der Gesellschaft. Und im Journalismus erkennen wir häufig auch das, was Posetti Shiny New Things Syndrome nennt. Also das Hinterherhecheln hinter immer der neuesten Entwicklung, der neuesten offenbar Innovation, die man auch nicht verpassen will. Ist vielleicht auch ein bisschen Fear of Missing Out, also die Befürchtung, man würde jetzt hier etwas Zentrales verpassen, wenn man nicht dabei wäre. Und das führt dann zu teilweise irren Überhöhungen. Ja? Also es gibt ein Beispiel aus dem Jahr 2010, wo der CEO von Axel Springer, Matthias Döpfner, zur iPad gefragt wird. Er wird gefragt, wie finden Sie das, was denken Sie, wird das in der Branche verändern und so weiter. Und er sagt dann allen Ernstes, every publisher in the world should sit down once a day and pray to thank Steve Jobs that he is saving the publishing industry. Also das iPad letztendlich hier als Heilsbringer gesehen wird, dass man jeden Tag zu Steve Jobs beten soll, weil er das iPad erfunden hat. Und ich sage mal so, das iPad und Tablets sind wichtige Devices geworden für Journalismus, gerade für E-Paper, aber sie sind natürlich nicht die eine Rettung für die Branche geworden. Und diese Gefahr in so ein Phänomen, was man Shiny New Things Syndrome nennen kann, zu laufen, ist im Journalismus leider sehr ausgeprägt. Was kann man tun? Was ist die Antwort darauf? Ich würde sagen, weder den Apologeten folgen noch den Propheten, weder Determinismus noch Technikutopie, vielleicht doch eher das, was ich sagen würde, eine bodenständige, sozialwissenschaftlich empirisch fundierte Technologiefolgenabschätzung für den Journalismus. Das ist, glaube ich, das, was ich programmatisch, ich habe ja gesagt, es ist ein Arbeitsprogramm, ne? Wo wir am Anfang stehen. Aber wir müssen ja auch Ziele haben, wo wir hinwollen. Und ich glaube, hier können wir einen wichtigen Beitrag leisten. Also mit einem Verständnis, sozialwissenschaftlich heißt Technik in ihren Kontexten zu erfassen, mit ihren politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen Rahmenbedingungen. Nicht sozusagen als unmoved mover, sondern eben als etwas, was immer auch gesellschaftlich geprägt ist, was von Menschen angeeignet wird, was institutionalisiert werden muss. Empirisch fundiert auf Basis nicht irgendwelcher Claims oder Buzzwords, sondern in der Tat mit solider empirischer Forschung und auch eben im Blick auf die Folgen. Was meine ich damit? Die Folgen also auch im publizistischen Sinne. Also durchaus mit der Frage, was bedeutet eine Technologie für den Journalismus? Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten mag sie sinnvoll sein, aber ist sie auch unter publizistischen sinnvoll? Kann sie Medienqualität steigern? Kann sie Beschäftigungsverhältnisse im Journalismus stabilisieren oder sogar erweitern? Gelingt es, mit dieser Technologie Medienvielfalt und Pluralismus zu erhöhen? Also vielleicht Ziele, die wir haben.
Und im Übrigen auch zu gucken auf gescheiterte Technologien. Ich will jetzt nicht auch wieder mit der Vergangenheit anfangen, aber so Ideen wie die Faxzeitung, die in den 80er Jahren mal reüssierten, haben sich nicht durchgesetzt. Aber es wäre sicherlich sehr interessant, auch solche Fälle genauer anzuschauen und zu verstehen, was können wir aus solchen gescheiterten Technologien eigentlich lernen. Das ist mein erster programmatischer Punkt, den ich hier gerne auf die Agenda setzen möchte und wo ich mich natürlich auch freue, wenn wir nachher noch in die Diskussion kommen darüber. Wenn wir jetzt aber mit so einem Blick mal schauen auf die technologischen Herausforderungen im Journalismus, würde ich argumentieren, dass wir im Moment drei Phänomene beobachten, in denen Chancen und Gefahren natürlich zugleich liegen und die wir in der Forschung sehr genau in Augenschein nehmen müssen und für die wir auch Lösungen finden müssen und wo die Wissenschaft vielleicht auch eine Rolle hat, mit an Problemlösungen zu arbeiten. Und das ist Beschleunigung, die Gefahr eines Autonomieverlusts und eine Substitutionsgefahr. Was meint das? Ich gehe mal jeden Punkt einzeln durch, vielleicht auch noch ein bisschen die technologischen Rahmen des Journalismus besser verstehen. Lassen Sie mich an der Stelle sagen, dass die Herausforderungen im Journalismus ja nicht nur technologische sind. Also beispielsweise haben wir viel geforscht zur Zahlungsbereitschaft im Journalismus. Das sind eher ökonomische Fragen, die natürlich das Geschäftsmodell, die Frage seiner Finanzierung betreffen. Oder wir können die Frage stellen, wie wir junge Menschen eigentlich mit Journalismus erreichen. Schön ist, dass in Hamburg die Initiative Use the News mit ganz viel Unterstützung gestartet worden ist. Was, glaube ich, ein ganz wichtiges Element auch dabei ist, junge Menschen vielleicht erstmals überhaupt für den Journalismus zu gewinnen. Also nicht falsch verstehen, wir reden nicht nur über technologische Herausforderungen, aber ich heute schon. Ja? Wir können aber natürlich auch gerne über alle weiteren Herausforderungen reden, die sich noch so stellen. Also Beschleunigung, was meine ich damit? Damit meine ich eigentlich, dass wir eine wachsende Zahl neuer Technologien haben, die in zunehmend kürzeren Entwicklungszyklen entstehen, aber gleichzeitig auch immer kürzere Lebenszyklen zu haben scheinen. Also jede und jeder kennt von Ihnen wahrscheinlich dieses schöne Bild, das immer mal wieder rumgereicht wird. Wie lange hat es gedauert, bis das Telefon 50 Millionen Nutzen erreicht hat? Doch 50 Jahre. TV hat nur 22 Jahre gebraucht, der Computer 14 Jahre, das sind jetzt 7 Jahre, Pokémon Go 19 Tage. Das ist ja immer eine sehr gern genutzte sozusagen Möglichkeit, diese Beschleunigung noch einmal zu unterstreichen. Und ich will aber noch ein paar Punkte zusätzlich dazu machen. Das eine ist Beschleunigung in der Adaption von Technologie. Das zweite ist aber auch die beschleunigte Durchlaufen der Lebenszyklen. Das heißt, es kann auch ganz schnell wieder vorbei sein. Es gab mal so eine wunderbare App, die in der Lockdown-Zeit der Pandemie gehypt war, wo manche schon behauptet haben, ich glaube Sascha Lobo war es, das ist neue Öffentlichkeit, die sich da konstituiert, die hieß Clubhouse. Es war eine Audio-Dialog-Plattform, die in Deutschland so etwa ein Wochenende lang, vielleicht auch zwei Wochen lang erfolgreich war. Bodo Ramelow, ich war ja lange in Thüringen, hat sich da ein bisschen mal in die Nesseln gesetzt einer Diskussion. Aber im Grunde waren dort viele Menschen, da waren Prominente, dort waren Politikerinnen, dort waren ganz viele wichtige Akteure plötzlich. Aber das war auch ganz schnell wieder vorbei. In Deutschland, ja. Aber ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht, ob das dort noch läuft. Ja. Okay. Wir haben in Deutschland das Phänomen, dass diese Plattform jedenfalls sozusagen, dass auch die ganze Idee von Audio, vom Austausch mit Menschen, Live-Austausch, sich am Ende nicht in der Form durchgesetzt hat, wie sich das vielleicht manche gehofft hatten. Und ich werde ganz häufig von Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, auch aus der Wissenschaft, darauf angesprochen, was können wir denn tun, um vielleicht hier so etwas wie eine Früherkennung zu haben, dass wir wissen, okay, wo sollen wir denn dabei sein? Bei welcher Telefonie? Müssen wir auf Alexa sein? Müssen wir eigentlich, da muss man ja wahrscheinlich nicht mehr sein vielleicht, aber hätten wir früher da sein müssen? Müssen wir eigentlich jetzt bei BeReal sein? Was ist das nächste soziale Netzwerk? Ich glaube, die Wissenschaft hat schon auch noch daran zu arbeiten, die Journalismusforschung hat daran zu arbeiten, besser einzuschätzen, was sozusagen Früherkennungsfaktoren sind, um sozusagen vielleicht auch in dieser Technikabschätzung auch zu erkennen, wo lohnt es sich vielleicht dabei zu sein, wann sind die richtigen Punkte, wohin zu gehen, wann sind auch die richtigen Punkte, wo rauszugehen. Ja? Ich glaube, gerade in der rasanten technischen Entwicklung, die wir haben, ist auch Stop Doing, also auch mal aufhören,
bei einer Technologie dabei zu sein, durchaus nicht unwichtig. Ja? Also ich glaube, da ist eine Aufgabe für eine technologienahe Journalismusforschung. Zum Zweiten will ich betonen, dass wir das haben, was man vielleicht einen Autonomieverlust nennen kann. Wenn Sie sich nochmal in die Zeit zurückversetzen, wo Verlage ihre Zeitungen vor allem in gedruckter Form verteilt haben, in dieser Zeit hat man die Druckereien besessen. Die waren Teil der Verlage. Das heißt, man hat in-house die Produktion, die Distribution übernommen. Man hat letztlich Kontrolle über seine Technologie gehabt. Aber schon seit einiger Zeit, spätestens würde ich sagen mit Beginn der Digitalisierung, löst sich diese Kontrolle über die Distribution und Verteilung mehr und mehr aus den Händen derjenigen, die die Medien schaffen. Und gerade im Journalismus heißt das eben, dass es einen schrumpfenden Einfluss auf Technologie gibt. Und das ist ein Problem, weil immer mehr Technologie irgendwo anders entsteht. Es gibt eine aktuelle Studie jetzt aus Spanien von Kollegen, die sich mit technischen Innovationen dort auseinandergesetzt haben. Und die Mehrheit der technischen Innovationen, die dort in Verlagen eingesetzt werden, sind nicht in-house entstanden, sondern sind Dinge, die von außerhalb an diese Medien herangetragen worden sind, wo man häufig sozusagen erst aufspringen musste, wo man diese Technologie für sich dann überhaupt erstmal sozusagen reinholen musste. Und das fällt leider vielen Medienunternehmen auch noch schwer, weil ja früher man auch keine Forschung und Entwicklung gehabt hat. Wozu brauchte man das auch? Eine F&E-Abteilung gab es ja in dem Sinne nicht. Ist aber umso wichtiger geworden, jetzt eben auch diese Technologie ein gutes Stück weit vielleicht selber mitzuentwickeln. Zum Dritten, das Vordringen der Technologie in den Kern der journalistischen Produktion. Also natürlich, Fotografie hat die Art und Weise, wie Journalismus produziert worden ist, natürlich verändert. Auch natürlich der Wandel hin zum Radio und zum Fernsehen hat maßgeblichen Einfluss gehabt auf die Art und Weise der journalistischen Produktion. Gar keine Frage. Aber jetzt stehen wir eher an der Frage, ob nicht die eigentliche Arbeit selber schon in manchen Stellen substituiert wird. Und das ist tatsächlich keine Zukunftsmusik. Axel Springer im Dezember angekündigt, dass sie den News-Aggregator Update, der ihnen gehört, schließen werden und Update aber weiterläuft und hier die Mitarbeitenden durch KI ersetzt werden. Ist wohlgemerkt keine wirklich genuin journalistischen Jobs, die da möglicherweise durch KI ersetzt werden, aber vielleicht auch nur der erste Schritt. Also von daher durchaus eine wichtige Frage, was sozusagen sind die Implikationen, wenn die Technologie immer stärker in den Kern der journalistischen Arbeit vordringt. Ja. Nicht gesagt, dass damit nicht auch Chancen verbunden sind, auf keine Frage. Also ich meine, wir können über jeden der Punkte, die wir jetzt hier gesehen haben, auch nochmal hinsichtlich von Chancen diskutieren. Beschleunigung, ja Mensch, neue Chancen, Menschen zu erreichen, oder? Ich meine, soziale Netzwerke, die überall entstehen, sind auch möglicherweise großartige Punkte, an denen man jetzt neue Zielgruppen erreichen kann. Dass man selber vielleicht gar nicht so viel Einfluss auf Technologie hat, heißt auch, dass man sie vielleicht nicht selber entwickeln muss und auch Dinge sozusagen durchaus guten Gewissens outsourcen kann. Und hier sozusagen stehen ja durchaus auch Chancen. Also wenn man jetzt über den Einsatz von KI im Journalismus redet, höre ich auch häufiger den Vergleich, naja, jeder Journalist, jede Journalistin nutzt doch auch irgendwie ein Content-Management-System, das eine Sprach- und eine Schreibprüfung drin hat. Ist das nicht eigentlich auch schon künstliche Intelligenz? Ja. Also vor dem Hintergrund würde ich denken, sind wir, wenn wir differenziert drauf schauen, sowohl bei Chancen als auch Gefahren und Risiken. Aber ich glaube trotzdem, dass wir was tun müssen. Und da wird es jetzt wieder ein bisschen programmatisch. Was können wir nämlich tun? Und wir beobachten schon seit Längerem, dass Kooperation und Komplizenschaft, glaube ich, so ein bisschen das ist, wo es hingehen muss. Mehr zusammen machen. Es ist ja schön zu sehen in Hamburg, dass hier zum Beispiel ein Projekt wie Drive seinen Ursprung hat, von der dpa ausgehend und mit Schickler zusammen, machen dort mittlerweile ja 20 Verlage mit, die Daten tauschen, die sich sozusagen gemeinsam Strategien bauen, wie man Menschen zu Abonnentinnen und Abonnenten machen kann. Ich glaube, es ist ein guter Ansatz. Nicht so viel gesagt über das Projekt selber, aber dass man hier zusammenkommt und zusammenarbeitet, dass man hier Kooperationen, die früher vielleicht in der Form unvorstellbar gewesen wäre, jetzt vorantreibt, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und man kann das ja noch weiterdenken. Also so ein Schlagwort ist ja immer so ein Spotify for News. Das trifft vielleicht nicht ganz das, was wir meinen, Christian Wellbrock und ich.
die viel geforscht haben zur sektoralen Plattform für den Journalismus, zu der Frage, wie man vielleicht eine gemeinsame Distributionsplattform für den Journalismus schaffen kann, zum Wohle des Journalismus auch. Ja? Also wie kann man sich vielleicht plattformökonomische Aspekte auch nutzbar machen, um am Ende auch zum Wohle des Journalismus zu agieren. Oder nehmen Sie neue Infrastrukturanbieter und Technologielabs, die entstehen. Wir haben viel Forschung gemacht zum Science Media Center Germany, ein Mittler zwischen Wissenschaft und Medien, der versucht, aus der Wissenschaft die beste Expertise in die Medien zu transferieren, um Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten dabei zu unterstützen, bessere journalistische Arbeit zu machen, gerade unter den Bedingungen der Arbeitsverdichtung, die wir jetzt an allen Stellen im Journalismus erleben, die journalistische, redaktionelle Qualität hochzuhalten. Und gleichzeitig ist das Science Media Center auch als Technologielab, das mit neuen Formen des Journalismus, zum Beispiel Structured News oder anderen Formen, experimentiert und hier versucht, auch technologische Innovationen zum Wohle der Branche in die Branche zu geben, gemeinnützig und stiftungsfinanziert. Oder denken Sie an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hier werden tatsächlich die Stimmen auch lauter, dass dieser sich eigentlich auch dafür engagieren müsste, Public Value, wie man immer so schön sagt, Public Value auch über die Grenzen der eigenen Organisation hinaus zu organisieren. Was durchaus heißen könnte, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch Infrastruktur bereitstellt, auch versucht, der Gesamtbranche zu helfen. Das könnte ein Ansatz sein. Und nicht zuletzt vielleicht das, was man Media Commons nennen könnte, geteilte Technologien, vielleicht Open Source Software und Open Source, vielleicht auch Open Source KI-Modelle, an denen man gemeinsam arbeiten könnte, wo auch die Wissenschaft mit reinkommt, wo man kollaborativ zum Beispiel auch Daten teilt, wo man vielleicht das, was man gemeinwohlorientierte Algorithmen nennt, erproben kann. Ich glaube, hier ist außerordentlich viel Spielraum, dass der Journalismus profitieren kann davon, was auch in anderen Bereichen passiert, sei es in der IT, in der Technologie, in der Informatik, zum Beispiel auch hier an der Technischen Universität. Da sehe ich große Potenziale und große Chancen, dass man auch zusammenkommen kann. Und am Ende, glaube ich, steht sowas wie ein vernetztes Ökosystem, in dem Wissenschaft, Forschung, Hochschulen auch eine Rolle spielen müssen und ein Akteur unter vielen sein können. Und ich glaube, die müssen wir bauen für den Journalismus, zum Wohle des Journalismus. Ich glaube, Hamburg ist echt ein guter Startpunkt, das zu machen. Und ich glaube auch, dass die Forschung dabei eine Rolle einnehmen könnte, die ich transformative Forschung nenne. Transformative Forschung für den Journalismus. Wir haben aktuell ein Forschungsprojekt, das vom BMBF finanziert ist, das sich prototypisch, pilotartig mit dieser Frage befasst. Was kann transformative Forschung für den Journalismus leisten? Jetzt fragen Sie sich natürlich erstmal, was ist transformative Forschung? Muss man natürlich auch nochmal erklären. Geht zurück auf den mittlerweile Bürgermeister der Stadt Wuppertal, vorher war er mal Leiter des Wuppertaler Instituts für Klimaforschung, Uwe Schneidewind. Der sagte, transformative Wissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die gesellschaftliche Transformationsprozesse nicht nur beobachtet und von außen beschreibt, sondern diese Veränderungsprozesse selber mit anstößt und katalysiert und damit als Akteur von Transformationsprozessen über diese Veränderung lernt. Ich glaube, das ist die richtige Haltung für eine Journalismusforschung, die nicht nur von außen beschreiben will, was im Journalismus vielleicht gut oder nicht so gut läuft oder wie die eine Medienberichterstattung aufgestellt ist und die andere, sondern die sich einmischen will, die aktiv vielleicht auch zum Akteur von Zukunftsgestaltung werden will und die dadurch auch durchaus transdisziplinär arbeitet. Das heißt, transdisziplinär, nicht interdisziplinär, also auch über, nicht nur interdisziplinär, sondern auch transdisziplinär, also über die Grenzen der Wissenschaft hinaus in der Zusammenwirkung mit Menschen, die aus Medien, Medienregulierung, aus anderen Bildungsinstitutionen, aus Gewerkschaften und Berufsverbänden und vielen anderen Organisationen und Verbünden kommen können, natürlich auch mit Nutzen. Also transdisziplinär zusammenwirken, mit dem Ziel, Veränderungen nicht nur zu beobachten, sondern eben aktiv mitzugestalten und mit anzustoßen. Wir erproben das, wie das im Journalismus funktionieren kann, gerade in einem prototypischen Forschungsprojekt, das, wie gesagt, vom BMBF unterstützt wird.
Und unsere Frage, die dieses Projekt leitet, ist, wie eigentlich am wirksamsten wissenschaftsjournalistische Innovationen in die Welt zu bringen sind. Und wir tun das in Kooperation mit der Wissenschaftspressekonferenz, das ist der Berufsverband der Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten in Deutschland. Die haben einen Innovationsfonds aufgesetzt, der von verschiedenen Stiftungen getragen wird. Wir begleiten diesen Innovationsfonds mit der Expertise und wir erforschen ihn parallel in transformativer Forschung und speisen die Befunde aus dieser Forschung wieder in den Innovationsfonds ein, damit er besser wird, damit er noch besser Innovationen im Wissenschaftsjournalismus hervorbringen kann. Wir glauben, das ist ein gutes Beispiel, ein gutes Testbett für die Frage, ob wir nicht transformative Forschung auch an anderen Stellen des Journalismus, gerade wenn es um technologische Herausforderungen geht, mit Erfolg vorantreiben können. Nicht nur wir glauben das, auch das BMBF glaubt das. Dieses Forschungsprojekt ist auch Teil der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation der Bundesregierung. Und ich glaube, es ist ein guter Ausgangspunkt, um vielleicht hier in Hamburg gemeinsam Dinge zu gestalten. Am Medienstandort Hamburg, an der Metropolregion Hamburg. Und sich vielleicht zu fragen, noch einmal abschließend programmatisch, wenn wir den transformativen Ansatz hier fortschreiben, weiter profilieren, können wir vielleicht auch Leuchtturm werden für dieses Thema, können zeigen, und das ist ja schon ein Novum, dass eine technische Universität das Thema Journalismus so prominent auf die Agenda setzt. Wir können zeigen, was wir bewirken können in dem Zusammenwirken von Technologie und Journalismus. Wir können zeigen, was es heißt, eine sozialwissenschaftlich empirisch fundierte Technikfolgenabschätzung für den Journalismus zu machen. Wir können zeigen, was es heißt, wenn wir über die Grenzen der Wissenschaft hinauswirken. Und damit können wir auch Innovationsmotor werden für die Medienlandschaft, für den Journalismus, aber auch für eine gute Öffentlichkeit, die wir uns ja alle wünschen. Ich glaube, das sind hehre und große Ziele, keine Frage. Aber man muss sich ja auch eine gewisse Agenda setzen. Und das ist auch das Ziel, glaube ich, einer Antrittsvorlesung, dass man diese ein Stück weit definiert, dass man alles erreichen wird. Aber dass man weiß, wo man hin will, ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, dass wir hier wahnsinnig gute Voraussetzungen haben in der Kooperation von der Technischen Universität, der Hamburg Media School, im Ökosystem der Stadt Hamburg mit so vielen Partnern tatsächlich daran zu arbeiten, eine gute Zukunft für den Journalismus zu entwickeln und dabei vor allem zu schauen, wie wir mit Technologie daran arbeiten können. Darauf freue ich mich. Das wird eine tolle Zeit. Und ich freue mich, wenn ganz viele von Ihnen mitmachen und mitarbeiten wollen und auf ganz viele Kooperationen und Partnerschaften. In diesem Sinne erstmal ganz herzlichen Dank.